Seid gegrüßt, meine Freunde. Willkommen zu einem weiteren Bonuspart von Let's Play Super Mario Odyssey. Ja, und zwar habe ich mit euch Folgendes vor. Ich habe euch ja im letzten Part den Glitch gezeigt und die letzten beiden Runde, die ich dann schließlich doch noch geholt habe. Und ja, die wunderschöne goldene Odyssey, die wir jetzt haben. Und ich will euch jetzt nochmal alle Pixel-Luigi zeigen, die Nintendo halt nachgereicht hat per Hinweiskunst. Ich kann euch leider die Bilder nicht mehr zeigen, weil es nur noch drei davon gibt, die hier über die Switch-Funktion. Also erkläre ich euch die Bilder. Das erste war hier aus dem Wüstenland. Da sieht man drauf, das ist eine graue Fläche, wo zwei weiße Dreiecke drauf sind, die mit der Spitze nach unten gekehrt sind. Und eine weiße Linie als, ja, als eine Art Horizont. Und vom kleineren Dreieck aus geht eine Linie nach unten, wo ein Kreuz dann am Boden sozusagen eingezeichnet ist. Und das deutet dann natürlich darauf hin, auf diese beiden fliegenden Pyramiden, die in der Silhouette gesehen halt Dreiecke darstellen. Ja. Und ja, das bedeutet auf das kleinere hier hin, das wirft hier auch so einen wunderbaren Schatten. Und ja, in der Mitte. Na. Ist der unser Pixel Luigi? Das war der erste. Der nächste ist. Warum hier ist die Odyssey nicht so weit weg? Der nächste ist im Mondland. Ich glaube, ich habe. Einige habe ich schon gezeigt, aber ich will alle 20 nochmal zeigen jetzt. Ja, ich werde es nicht groß schneiden. Andere machen es mit Schnitten, weil ich mach's so. Ja, wollen wir. Und zwar zum Mondland. Bei diesem Bild sieht man ein sowas wie einen schwarzen Halbmond, auf dem ein Muster draußen ist. Daneben ist ein kleiner, ja, schwarzer Punkt, wenn man so will. Und auf diesem Muster ist halt ein Kreuz, das dann nehmen wir die da oben, ich denke mal, das geht schneller. Das halt ihn symbolisiert, und zwar ist das hier, nicht hier oben, sondern da unten auf der Rückseite, der kleine Punkt, wie gesagt, der Mond, also dieser sichere förmige Mond, soll dieser Absatz da deuten, und der Punkt ist der Goomba hier, und es müsste, Moment, hier etwa, genau, hier sein. Hier seht ihr dieses Musterbildchen, so eine kleine Spitze, und die weist hier hin. Etwas oberhalb der Tür. Okay. Das war der. Der nächste befindet sich. Moment, da muss ich erstmal gucken. Moment. Ach so, der nächste befindet sich. Ja, der ist ein bisschen komplizierter. Der befindet sich im. Wüstenland. Da muss ich einfach den richtigen Punkt finden. Da ist ein Bild zu sehen, auf dem diese. Ja. Seegras. Oder. Tang, Seetang-ähnlichen Monster zu sehen sind, die so in diesen bunten Farben. Die Scheiben aus dem Boden ragen und nach. Oben, und dann sieht man im Wasser, also unter Wasser ist das natürlich, da sieht man einen kleinen Hügel an der Deck, an der Wasseroberfläche scheinbar ist ein Kreuz, da sind drei so eine lila Münzen, und da ist dann scheinbar ein Kreuz, aber das ist natürlich verkehrt um das Bild, das ist auf den Kopf gestellt. Ja, solche Stellen gibt es nämlich gar nicht, es gibt aber zwei Stellen, wo wir jetzt mal kurz so ein. Ja. Ja, gut. Ah.
war denn? Der Top 4 war jetzt klar, Freunde. Ich glaube hier. Hier war der. Nein, oh, gibt's nicht. Nein! Wie hat man nochmal die Mütze da runtergekriegt? Das war hier auf der Seite. Tut mir leid, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick länger. Weil alles unter Wasser und Säule ist. Das war. Hier oben, wo die drei lila Coins sind. Da seht ihr, da unten sind die lila Coins. Und wir müssen, glaube ich, auf dieser Seite sein, wenn man sieht. Hier diesen, da hinten im Hintergrund, diesen. Lass mich nochmal in Ruhe hier. Ich glaube hier. Ah ja, genau. Hier ist er, genau. Kurz ein Königsherz. Also hier, ich zeige es noch mal kurz. Die Stelle. Oh, ich bin schon wieder ganz woanders. Ich bin jetzt schon wieder hin. Hier, ah ja, hier. Wenn ihr hier seid, war hier sind diese Ringe mit den Münzen und so. Und hier in der Mitte sind die lila Coins, die jetzt natürlich durchsichtig sind. Und wenn ihr so, wenn ihr so dieses Bild seht, auf diese Steinseite schaut, ja, vor der zentralen Münze ungefähr. Ja, ist ja gut, haut doch mal ab hier, ihr Schweine. Ja, ich warp jetzt hier mal kurz weg zur Odyssey. So. So, der nächste ist. Jetzt wieder hier. Sekunde, eine Sekunde. Ja, einmal zu oft drauf gedrückt. Wieder da, eine Sekunde. Der nächste. Ja, okay, der nächste ist New York City. Das nächste ist New York City. Und zwar sehen wir auf diesem Bild, steht in schwarzen Lettern auf weißem Grund geschrieben New York City und darunter ist das Symbol der Stadt. Auch in schwarz gehalten und auf dem Mond, der an diesem Symbol ist, zeige ich euch gleich. Ist die Stadt da? Ja, ich glaube, ich zeige euch hier einfach gleich beide, dann brauchen wir hier nicht nochmal herkommen. Das war. Obwohl, nee, ich denke mal, ich mache das lieber in der richtigen Reihe. Das ist jetzt Nummer 4 halt. Dann schreibe ich dann, glaube ich, auch einen Titel oder so. Luigi's Pix, Luigi 1 bis 4 oder so. So überspringen. Ja, das sieht cool aus, ne, wenn dann diesen Sonnenuntergang aufsteigt, dieser goldene Ballon. Das sieht richtig genial aus. Und ja, meine Freunde, ich habe inzwischen den Bowser-Kampf einmal mir reingezogen. Und ja, er ist meiner Meinung nach, meiner unbedeutenden Meinung nach, ich gehe erstmal kurz hier hin, nicht wirklich schwieriger als
Der andere nur etwas, ja. Hier seht ihr das Symbol der Stadt in groß, hat die, Erde. Nee, ach nee, hier, ist das. Dieses Symbol der Stadt, das auch da am Rathaus zum Beispiel dran ist. Wie gesagt, so eine Silhouette der Stadt mit ein paar Sternen und hier ist halt der Mond. Aber nein, es ist nicht hier. Es ist nämlich. Ich glaube, ich mache mal den schnelleren Weg, den einfacheren. Es gibt da an der Seite beim Nachbarhaus. Nutzt jetzt die Speeders hier, was ich gesehen habe. Oh, natürlich. Wollte ich jetzt natürlich nicht. Um da jetzt hochzuklettern, da unten sind so eine Schnippstäbe dran. Da kann man sich dann hoch dran schnipsen, dann an den Gabeln weiter nach oben. Aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Ja. Die Leitung so nicht capturen, ne? Tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht. Mal nach oben. Ja, man kann den Sprung auch so machen. Ich mache einfach mal so. Ich zeige es euch mal beim Runtergehen noch mal kurz. Und zwar hier im Pool ist das Symbol auch noch mal drin. Und hier ist der. Die ergibt jetzt natürlich weniger Münzen, normalerweise wird er mehr geben, aber da ich schon so viele habe. Ja, hier sind die Gabeln halt, da kann man sich hochschnipsen und hier an der Seite sind halt die Dinger. Der erste ist etwas hoch, da muss man... Wandsprung... Moment, war falsch, verkehrt. Springen, Wandsprung... Ja. Geht nicht. Ja, ist egal. So. Der nächste ist in... Wir gehen mal zu Odyssey zurück. Nächstes... Ah ja, ich glaube, das ist Forstland. Ah, ein bisschen Zeit haben wir noch. Genau. Forstland. Moment mal. Frag mal hin. Groß. Sehen wir auf diesem Bild ein Raster von Kästchen, das 12x12, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. 12x10. 12x10 ist das groß. Oder die sind die meisten Kästchen sind so in ja, beige ocker-mäßig gefärbt. Und ein paar sind in grau gefärbt, und zwar... Wo muss ich denn jetzt hier hin? Wo war denn die Stelle? Pfiffort... Ja, Ausguck... Eisenbergstraße? Nee, ja... Ich glaube hier, Ladestation, genau. Und zwar ist das, ist damit Folgendes gemeint. Free Running. Hier sind die Koopas, die wollen das nochmal in Ruhe. Damit ist das da gemeint. Diese, oh. Mario Capture the Ding. Diese Wand da. Und das Kreuz. Die ist halt als Raster dargestellt, diese Wand. Das Kreuz ist da. Oben auf diesem grauen Ding drauf. Ja, genau, auf dieser. Auf diesem grauen Block ist das Kreuz. Das reicht schon. Hier ist der. Pixel Luigi. So, Odyssey. Weiter geht die Reise. Ach, Schlemmerland, zum Schlemmerland. Ja, die ist auch ein bisschen kniffliger. Und zwar ist auf diesem Bild ein 2D-Abschnitt dargestellt, wo man auch drei Früchte sieht und an den Früchten, also drei Liederkäuschen, an diesen Liederkäuschen kann man erkennen, welches Land das ist. Nämlich, da sind die im Schlemmerland sind die ja, da sehen die aus wie Tomaten, wie Liedertomaten.
Da ist halt ein Hammerbruder zu sehen, auf der auf den Blöcken geht und drei Tomaten und ein Kreuz oben. Und man, natürlich kann man in 3D-Abschnitten keinen Stampfattacke machen. Das heißt, man muss die Stampfattacke machen da, außerhalb des 2D-Abschnitts halt machen. Und ja. Ja, wie gesagt, der Bosa-Kampf, ich hab's gesagt, der Bosa-Kampf war nicht wirklich schwieriger. Der macht halt mal ein paar Mal mehr seinen Konterangriff. Und zwar hier auf dieser Insel da hinten ist das. Ich hab doch mehr als gedacht. Ne? Und zwar ist ja, man sieht natürlich den Abschnitt nicht, hier sieht die Paprika. Wenn man hier mal reingeht. Hier ist der 2D-Abschnitt darunter, nicht wahr? Und da ist der Hammerbruder. Und da sind die wieder Coins. Und. Kommt jetzt wieder raus. Da. Ah, ja, ist ja gut, ey. Ich hasse Hammerbrüder. Habt ihr die Hammerbrüder früher auch so gehasst? Ja, natürlich. Geil. Ihr habt es gesehen. Das heißt, hier genau unter dem Tomaten, wo die Paprikas hier rausgeballert kommen, da ist der, unser Big Luigi. So. Das war unser Suchenstern. Ich glaube, hier gibt es auch bis einen. 20 Stück gibt es insgesamt. Okay, jetzt geht's zum ins Königreich. Und zwar ist auf diesem Bild eine aus Strichen gezeichnete Form dargestellt. Eine Art Wellen hier mit einem kleinen Absatz nach oben mit einem Kreis dran. Mit einem kleinen Strich nach kleinen Strich. Also ich stelle euch eine Wellen hier vor. Da geht ein Strich nach oben, auch so leicht gebogenen Kreis da dran. Und zwar ist das, und an einer Stelle dieser Wellen, dieser Welle ist ist das Kreuz. Und zwar ist das hier. Dieser Weg hier. Das ist ja die Wellen, der Weg. Und hier der Strich halt. Hier ist nicht. Der Strich halt, der hier zu diesem Kreis dann da führt. Und der Luigi ist hier so eine kleine Nische. Da drinne. Ich muss mal kurz gucken, wie die Zeit noch ist. Oh ja. Machen wir das in zwei Parts, oder Freunde? So, einmal zurück, bitte. Odyssey. Wo ist die Odyssey da? Okay, jetzt kommt einer, der ist auch sehr, sehr schwierig. Und zwar ist da... Nee, das ist ja was anderes. Ja, der ist auch nicht einfach. Und zwar ist da nicht viel zu sehen, auf dem, dass ein Kreuz auf dem Bild... An der Seite steht auf der senkrechten Linie 3 und 4 und auf der, also rechts der Linie 3, links der Linie 3, rechts der Linie 4 und auf der waagerechten Linie steht oben B und unten C dran. Und genau in der Mitte dieser, wo die Linie kreuzen, ist ein Kreuz und man sieht, das Bild ist geteilt, die so halbwegs diagonal durch eine lilane Fläche und eine so ganz hell rosane Fläche. Und das ist ein unterbrochener, dunkelweißer Strich, sag ich mal, drauf. Ja, und um da drauf zu kommen, ist auch nicht einfach. Das ist nämlich hier im Wolkenland. Diese Zahlen bedeuten, dass man die Karte zur Rate nehmen soll. Ja, diese Pixel... Oh, das ist ja auch immer cool, nicht wahr? Die kriegt man ja erst, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Wenn man die Karte mal hier zur Hilfe nimmt,
Dann sieht man ja hier oben 2, 3, 4 und hier B, C, A, B, C, D und so weiter. Und dann an B und C, wo B und C sich kreuzen und 3 und 4 sich kreuzen, genau hier an dieser Stelle ist der Luigi versteckt. Ich glaube, hier ist es ein Todd, glaube ich. Hier, das kam raus zu der Zeit, als... Mein Gott, nochmal, ey. Als Captain Todds Treasure-Trecker rauskam. Und zwar ist es hier drüben bei Peach. Auf der Karte, ja. Bisschen höher, ein bisschen hier näher. Und hier ist genau, hier ist der Rand. Bei dem. Warte mal kurz. Oh, hier muss sein. Ja, hier, genau. Ja, könnt ihr euch merken, hier wo Peach steht. Dann könnt ihr den Rand ja hier sehen. Hier ist der halt, wie gesagt, man kann wieder genau auf dem Kreuz auf der Karte, man kann wieder leider keine Markierung oder so setzen. Da ist der Pixel Luigi so. Waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also zwei Stück machen wir noch. Der nächste ist. Disneyland? Nee, ach nee. Der nächste ist im verlorenen Land. Ja, okay. Auf diesem Bild sehen wir auf weißem Untergrund zwei braune, ja, wie soll ich sagen, zwei braune Silhouetten, wenn man so will. Und auch diese Silhouetten sehen wir bunte, eine Linie bunter Punkte. Unterhalb der unteren Linie sehen wir ein Kreuz. Und ja, das ist natürlich hier im verlorenen Land, da gibt es auch einen zweiten. Ah, ich biege mich mal hin. War die bunten Punkte sollen natürlich hier unsere Kumpels die. Ah, das ist auch umgedreht. Muss so rum sein. Unsere Kumpels diese. Farbigen Wrigler hier dargestellt. Und ja, hier wo diese Ausbuchtung ist. Ja, der andere Farbfleck ist hier leider nicht zu sehen. Aber hier, wo die Ausbuch ist, müsste etwa... Die war auch Luigi, ne? Ich dachte, da war schon Todd, aber anscheinend doch nicht. Hier ist auch noch ein Luigi, genau. Der letzte für diese Folge ist... Wo? Ah, okay, hier sehen wir die Kirche. Auf diesem Bild sehen wir natürlich auch Mondland. Mondland natürlich. Da sehen wir die Kirche daneben. Also ein Bild der Kirche. Daneben ist ein ja, grauer, hellgrauer Fleck. Also ein hellgraues Quadrat mit einem weißen Kreis drin. Und daneben sind zwei schmale graue Striche. Auf diesen Strichen steht C und D drauf. Ja, was wieder darauf hindeutet, dass es mit der Karte und so weiter zu tun hat. Ja, wie der Ballon glitzert. Cool. Und zwar... der Kreis, ja, denkt man natürlich, hat mit einem von den Kratern zu tun. Ja, das ist auch richtig. Aber passt mal auf. Ja, mit dem Bild der Kirche ist nämlich das hier gemeint. Die Kirche, das graue... dargestellt wird, ist
der graue Fleck ist das hier und die beiden anderen sind das hier, B, C und D. Und der Krater ist genau dieser Krater, der auf dem Bild dargestellt ist. Das Kreuz ist hier genau unter dieses Kraters. Also das ist nicht irgendwie auf dem Raster ein Krater, den man hier mit B und C finden soll. Nein, das ist genau dieser auf dem Bild dargestellte Krater. Und man muss auch die richtige Richtung natürlich achten. Und zwar ist der... natürlich... oh, der da. Hier ist das Fragezeichen, ist da nicht dargestellt, aus welchen Gründen auch immer. Er müsste... müsste doch der sein, oder? Moment mal. Auf dem... genau, genau auf dem Kraterrand ist es. Da ist unser Pixel Luigi, okay. Das war das. So, jetzt haben wir waren jetzt 10, meine Freunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau. Und das nächste Mal, da können wir schon mal hingehen, da gehe ich schon mal hin. Das nächste Mal gehen wir weiter im... da schaffe ich die auch noch? Naja, ich denke, die schaffe ich noch. Mache ich noch. Also die Aufnahme, nicht die, der Part ist jetzt gleich vorbei. Und zwar gehen wir jetzt, wo ist es? Ins Ruinen. Ja, überspringen jetzt mal alles. Dauert mir alles zu lange. Klickt schon. Nee, warte mal. Ja gut, etwas kleines Rauchüberlänge, aber geht noch alles okay. Okay, also hier verabschieden wir uns, meine Freunde. Pass mal auf, wir werden mal noch eine Kleinigkeit machen. Wir werden mal neue, neues Anziehung. Gibt ja so viele Outfits. Ich meine, ja, wie gesagt, Freunde, wie gesagt, wenn ihr mögt, wenn ihr mal Kommentare schreiben mögt, sagt mir eure Meinung. Was denkt ihr? Diese coolen Outfits, die es hier gibt. Hier haben wir Piratenhut und... gut, hier kann man der Polygoma auch verschiedene wieder aufsetzen. Den Anzug hier, der ist doch cool. Den nehmen wir mal für den nächsten Part. Ja, ich finde toll, dass man so viele verschiedene Kostüme hat und so weiter, dass auch noch welche nachgereicht wurden. Ich glaube, die haben nicht mal was gekostet, ne? Glaube ich. Ich glaube, all die DLCs für Super Mario Odyssey waren, glaube ich, kostenlos. Also hier verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part, dann werden wir uns die anderen 10 Monde reinziehen und im übernächsten Part werden wir halt nochmal Bowser stellen und dann werde ich nochmal ein bisschen über das Spiel vielleicht resümieren und so. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.